Der TV-Rechte-Wahnsinn wird immer krasser. Um deutschen Spitzenfußball zu Hause schauen zu können, braucht man drei Abos. Sky, den Eurosport-Player und jetzt auch DAZN. Bis zu 75 Euro im Monat kostet uns Fans der Spaß. Ja, die Kommerzialisierung hat mal wieder zugeschlagen. Heute will ich mit euch ein paar Fragen klären. Wer ist daran schuld und wird sich daran jemals wieder was ändern? Fußball ist schon, seit ich denken kann, kein reiner Sport. Entertainment spielt eine extrem große Rolle. Jeder spricht über kuriose Szenen oder verrückte Frisuren. Schuld daran ist tatsächlich RTL. Lasst uns mal eine kleine Zeitreise machen. 1988 änderte sich die Fußballberichterstattung für immer. Die RTL-Gruppe kaufte sich die TV-Rechte. Pro Jahr zahlte man im Schnitt 45 Millionen D-Mark. Die Vereine badeten im Geld. Der Etat vervierfachte sich von jetzt auf gleich. Bei der Sendung Anpfiff wollte RTL jung, modern und cool sein. Der Fußball war bei Anpfiff bunt. Statt Fußballnachrichten war es eben eine typische Entertainment-Show. Zum ersten Mal nahm ein Privatfernsehsender so viel Geld in die Hand, weil er das riesige Potenzial von Fußball erkannt hat. 4 Jahre lang gab es diese Show. Aber schuld an der Kommerzialisierung war nicht nur RTL, sondern auch ein ganz anderer Mann, Leo Kirch. Er revolutionierte den Fußball. Für über 100 Millionen D-Mark pro Jahr kaufte er die TV-Rechte und Kirch hatte einen großen Plan. 1991 lief zum ersten Mal live ein Bundesligaspiel im Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Premiere zeigte jeweils das Topspiel. Zum Start lief Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das war ein echtes Torfestival. 4:3 gewann die SGE. Also da hat Premiere offensichtlich alles richtig gemacht, zumindest bei der Auswahl. Pay-TV war für die Leute neu. Das Abo kostete 39 D-Mark im Monat plus 250 D-Mark Pfand für den Decoder. Premiere köderte die Fans mit kostenlosen Vorberichten. Jeder konnte sehen, wie die Teams einlaufen, wie der Ball auf den Mittelkreis gelegt wird und der Schiri das Spiel anpfeift. Aber zack, genau in der Sekunde wurde das Bild schwarz. Für jeden Fußballfan war das doch die pure Folter. Von Jahr zu Jahr wurden die TV-Rechte immer teurer. Logisch ist, wer viel Geld zahlt, hat auch sehr viel Macht. Immerhin sind der DFB bzw. die Vereine vom TV-Geld abhängig. Kirch forderte, dass auch Spiele am Freitag und Sonntag stattfinden sollen. Und hier begann die Zerstückelung der Spieltage. Kirch hatte aber auch schon die nächste große Idee im Kopf. Alle 306 Bundesligaspiele live und in der Konferenz. Insgesamt 355 Millionen Euro war ihm das wert. Alle freuten sich. So viel Geld, das Rampenlicht war auf den Fußball gerichtet. Davon profitiert doch jeder. Tja, nein. Es kam nämlich der große Knall. 2002 platzte die Blase. Die Deutschen waren einfach für Pay-TV zu geizig. Premiere schrieb tiefrote Zahlen und die Kirch Media GmbH ging pleite. Für die Vereine war das ein riesengroßer Schock. Der deutsche Fußball steckte in einem Tief. Über 10 Jahre dauerte es, um sich davon zu erholen. Ein Grund für den neuen Aufschwung war tatsächlich die Auslandsvermarktung. Egal ob in den USA oder China, überall können Fans die Bundesliga sehen. Pro Saison fließen aus dem Ausland über 200 Millionen Euro in die Kassen der DFL. Mehr als jemals zuvor. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Preis für die TV-Rechte explodierte immer dann, wenn es eine Revolution gab. Erst die bunte RTL-Show, dann Live-Fußball auf Premiere, viele verschiedene Anstoßzeiten, die Auslandsvermarktung und jetzt gibt's wieder etwas ganz Neues. Primäres Livestreaming. Der Eurosport-Player ist neu mit dabei. Statt auf Entertainment wird hier auf das klassische Fußballspiel geblickt. Taktik, Analysen, Statistiken, quasi back to the roots, bevor RTL kam. Es wird alles sehr ernst genommen. Das heißt aber auch, um alle 306 Spiele der Bundesliga sehen zu können, brauchen wir mehrere Abos. Und die wichtige Frage ist erstmal, wieso? Wieso tut uns die DFL das an? Tja, die Antwort ist ziemlich simpel. Das Bundeskartellamt ist schuld. Es darf nicht nur einen Sender geben, der Bundesligaspiele zeigt. Auch kleinere Anbieter sollen eine Chance haben, ein bisschen was zu zeigen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. 2020 gibt es dann die nächste Ausschreibung der TV-Rechte und da könnte ein weiterer Streaming-Anbieter kräftig mitmischen, und zwar DAZN. Das Startup-Unternehmen gibt zurzeit Vollgas. Man will der größte und bedeutendste Sportsender der Welt werden. Schritt 1 ist,
ab in den Mainstream. Das Ziel ist, die breite Masse anzusprechen. Leute, die mit Pay-TV bis jetzt überhaupt nichts am Hut hatten. Um die anzulocken, brauchte Sohn deutsche TV-Rechte. Sehr logisch. Zurzeit gibt es nur die Highlights der Bundesliga zu sehen. Ob es mal ganze Spiele im Angebot geben wird, steht in den Sternen. Der Zone-Chef James Rushton sagt, wenn man für das Abo dann 30 oder 40 Euro im Monat verlangen müsste, um die Rechte zu finanzieren, habe er kein Interesse. Tja, um in den Mainstream zu kommen, braucht man aber den deutschen Fußball. Plan B ist deshalb aktuell die Champions League. Da gibt es deutsche Teams, also zumindest in der Gruppenphase, da scheiden ja dann alle außer der FC Bayern aus, kennen wir ja. Angeblich haben die Rechte 200 Millionen Euro gekostet. Für ein junges Unternehmen ist das echt viel Geld. Laut der Zeitung Die Welt macht man sich aber keine Sorgen, pleite zu gehen. DAZN habe einen 10-Jahres-Plan und der sei komplett finanziert. Der große Vorteil von DAZN ist, es gibt sehr schlanke Strukturen. Statt in großen Studios zu sitzen, wird alles in der Kommentatorenkabine gemacht. Das ist authentisch und natürlich spart das auch eine Menge Geld. Das große Problem ist die Technik. Ja, wir sind im Jahr 2018, trotzdem haben viele Fans Angst, dass der Stream nicht ruckelfrei läuft. Zum einen wegen der eigenen Internetverbindung, da hinkt Deutschland seit Jahren hinterher. Zum anderen aber auch aufgrund des großen Ansturms. Das Desaster des Eurosport-Players zu Beginn der Bundesliga 2017 hat wohl noch jeder im Kopf. Hier mal eine Einblendung. Da gab es sehr viele Farben zu sehen, nur das Fußballspiel halt nicht. Auch DAZN kämpfte zum Start des Portals mit technischen Problemen. Das Manchester Derby zwischen United und City fiel für viele Fans ins Wasser. Na, hoffentlich hat man daraus gelernt. Die Champions League ist jetzt der riesengroße Testlauf. Sollte das klappen und viele neue Leute den Streamingdienst abonnieren, könnte DAZN den nächsten Schritt wagen. Und das ist 2020 die Bundesliga. So kommen wir dann auch zur Ausgangsfrage. Wird dieser Abo-Wahnsinn bald zu Ende sein? Ich denke, ja und nein. Lass mich das mal kurz erklären. Fußball ist mit Abstand der beliebteste Sport. Jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. Sky, DAZN, Eurosport und die anderen Anbieter, die vielleicht auch noch einsteigen werden. Der einzige altmodische Pay-TV-Anbieter ist Sky. Man braucht neue Wege, um die Fans zu begeistern. Und die Lösung ist eine Kooperation. DAZN und Sky nähern sich gerade an. In Italien sind die beiden Sender schon einen Schritt weiter. Über den Sky Q Receiver kann dort jeder Fan DAZN bequem am Fernseher schauen. Tja Leute, einen Anbieter, der die Bundesliga exklusiv zeigt, wird es nicht mehr geben. Aber die Sender können und werden sich zusammentun. Das heißt, ja, es wird mehrere Abo-Modelle geben. Jeder kann sich quasi sein Modell zusammenstellen. Aber alles wird auf einer Plattform kombiniert sein. Und das ist die Zukunft des modernen Fußballs.